Ja, und hallo und herzlich willkommen zu Hunt, The Real Slender Game, zu einer weiteren Runde. Und diesmal mit Facecam. Ja, endlich. Ich habe sie eingerichtet bekommen. Und ich glaube, viele müssen wir über das Spiel, glaube ich, nicht mehr sagen. Ich wollte mir die Steuerung noch einmal sicherheitshalber angucken. Video Controls. Action, E, F, Flashlight, Intensiv, Maus, wohl alles klar. Dann habe ich mir das mal so gemerkt. Ich hoffe, mit der Facecam kommen wir zurecht. Ich versuche es mal richtig reinzuschneiden. Wenn nicht, kommt der Teil dann ohne Facecam. Nur der Sound ganz normal über das Gespräch kommt. Und wer bist du? Bist du ein Noob, ein Gamer oder bist du paranormal? Wenn ich paranormal wäre, dann wäre ich irgendwie irre. Nee, ich nehme lieber Gamer. Genau wie beim letzten Teil. Das ging ja eigentlich auch ganz gut. Ich hoffe, wir werden nicht sterben. Oder nicht so schnell. Das Licht neben mir hilft mir ein wenig. So. Ja, es ist alles schon... Boah. Bisher ist Slender noch nicht da. Noch nicht. So, ich glaube, die Taschenlampe kann man natürlich auch regulieren, aber hier bräuchte man sie, glaube ich, erstmal nicht. Da hier noch keine Dunkelheit ist. Oder nicht so groß. So, bupp. Das haben wir schon gehabt. Dann hier die... Was war das? Krieg ich jetzt schon Paranoia. So, Foto. Einfach hier. Jetzt müssen wir erstmal wieder durch dieses komische Tor. Schrei doch, kleines Kind. Schrei doch. Ich komme dir nicht zu Hilfe. Slendy kommt dir zu Hilfe. Ich habe vorhin erst Amnesia aufgenommen, deswegen ich bin noch etwas vorgeschädigt, sag ich mal. Da ich mich irgendwie noch leicht beobachtet fühle von der Season oder von der Session. Ich habe irgendwas gerade rechts huschen sehen. Das kann natürlich unter Umständen auch nur der Nebel sein. Ist es wahrscheinlich auch. Da geht's weiter zum Haus, okay. Es ist immer noch ein geiles Spiel, muss man sagen. Und wie gesagt, ich hoffe, ich kriege das mit der Facecam hin. Ich muss jetzt auf zwei Sachen achten, nämlich, dass ich hier nicht den falschen Weg lang laufe und dass ich die Facecam im Auge behalte, dass sie nicht abhaut. Wer weiß. So, hier sind wir also beim Häuschen. Dann erstmal rein. Ich glaube, da war nämlich mal was. Zack. So, hier haben wir den Schlüssel zum Lookout. Mehr war hier, glaube ich, aber nicht, oder? Nee. Weil das... Don't look back. Und wenn ich es mache? Der typische Schocker, dann steht das Vieh direkt hinter dir. Das wär's. Nichts drin. Ich glaube, ich reguliere das mal runter. Nicht, dass der Typ uns noch sieht. Oder S oder Schlendi. Ich glaube, er ist nicht... Naja, er ist nahe. Ich würde nicht sagen, er ist nahe. Er ist, man merkt es wahrscheinlich irgendwann. So, es ist passiert noch nichts. Es gibt ja auch keinen physikalischen Status, wie es aussieht. Das heißt, ich könnte einfach runterspringen. Ich weiß noch gar nicht mal, was das Ziel hier ist. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass man Sachen aufsammeln muss. Welche Sachen jetzt genau sind? Ist das die Fotos oder was genau ist dieses Ziel? War hier nicht mal irgendwie ein Foto? Ich weiß es gar nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, das habe ich, wurde mir geraten. Immer auf dem Weg bleiben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist nämlich, dass man dem Weg abkommt und sich total verranzt. Und zwar richtig. So, wo ist der Lookout? Der Lookout ist... wahrscheinlich das da hinten, das heißt... Den Weg zurückgehen. Von wo kam ich denn? Ich glaube von hier. Ich bin schon echt angespannt. Ein bisschen Gänsehaut ist auch schon da.
Wer würde überhaupt bei solchem Wetter rausgehen? Also aufgrund des Wetters könnte ich hier jetzt nicht wirklich etwas sagen. Wahrscheinlich steht der Typ auch schon direkt hinter mir. Ich dachte gerade, da wäre was. Immer den Weg folgen. Ganz einfach. Das Schlimmste, was man tun kann, ist, wie schon gesagt, dem Weg abkommen. Das heißt, diesem Weg nicht folgen. Du folgst nicht dem Weg? Sir, Bro. Bad decision. Gut, das heißt, ich bin hier. Das heißt, ich muss dann... Ich hätte schwören können, da war gerade was. Ich hätte es schwören können. Dann gehe ich diesen Weg mal lang. Das ist ja auch so eine Art kleiner Schleichweg. Und irgendwie ragt da hinten irgendwas empor. Ich könnte wetten, das ist der Outlook. Oder der Lookout. Outlook ist ja was anderes. Das ist ja eher Microsoft-Zeug. Ah, jetzt hier nichts E-Mail, ne? Nur mal so. Nur so gesagt. Nebenbei eingeworfen. Ich hoffe, ich überlebe es. Ich will doch nur ein paar Seiten haben. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich wollte schon sagen, guter Mensch. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich nörgel nur manchmal. Nur ein wenig. An Spielmechaniken und an allem, was ich finde. Ich will doch nur überleben. Wahrscheinlich ist es durch den Wald gehen genau das, was Slendy erwartet. Und dann gibt's den Slender Stick. Und zwar auf ganz andere Varianten. So, hier kann ich hoch. Ist nicht laut, kein Stück. Ist gar nicht laut. Ich bin nur gerade durch den Ast gerannt, aber ist ansonsten... Ist das nicht laut, also... Das hört Schlender schon nicht. Wobei, der hat ja gar keine Ohren. Wie will er das dann hören? Aha, eine Schwachstelle von dem Herrn ausfindig gemacht. Hier war doch mal irgendwie eine Seite, oder? Immer alles gut in den Augen behalten. Den Überblick behalten. Ansonsten kann es nämlich sein, dass man was vergisst. Und das resultiert dann in einem schnellen Tod. Naja, kommt drauf an, wie Schlender drauf ist. Da gibt es den Slender Stick nicht langsam, sondern schnell. Und das war's dann. Und zwar schnell. Und sehr schnell. Was haben wir denn? Ah, Hinweise waren, dass die gesammelt werden müssen. Ich hoffe, es kommt noch keine verrückte Musik dazu. Also zusätzlichen Soundeffekte. Krieg ich jetzt schon trockenen Mund. Ich frage mich immer noch, wer die Couch hier nach oben gebracht hat. Naja. Backdoor Key. Was war das? Ich bin noch... Ich dachte, ich hätte da gerade irgendwas gesehen. Wer hat denn die Laterne überhaupt hier oben hingestellt? Ups. Ich bin zu Tode... Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich bin zu Tode gefallen. Serious. Oh Gott. Ich hätte nicht geglaubt, dass es geht. Naja. So, dann... Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie die Ausdauer bei dem Typen hier aussieht. Ist das so ein Hans Sapai oder ist das so ein... Boah, der hat ja jetzt... Der keucht ja jetzt schon hier rum. Dann lass uns mal hier weiter. So, nochmal. Boom. Wer spielt da Tennis? Slender, spielst du Tennis? Ich frage mich überhaupt, wie diese Kreatur aussieht. Also ich könnte mutmaßen... Ich komme trotzdem nicht zu dir. Wie gesagt, ich könnte mutmaßen, dass es Slender sein könnte, aber... Ich will mich nicht drauf festnageln. Die Atmung von dem Typen ist eigentlich noch ganz normal. Ist jetzt nichts Schlimmes.
Meine Atmung ist aber auch gerade ein bisschen schneller, aber auch nur ein bisschen. Schlender, komm raus, lass uns Tennis spielen. Ich höre doch immer deine Schläge. Frage ist, wenn ich jetzt sprinte, wird er durch alarmiert oder... Ich kann es nicht sagen. Ich höre von rechts etwas auf der rechten Ohrmuschel. Der wird mich doch sowieso gleich überfallen wie so ein komischer Bandit hier auf Liebestour. Dann gibt's nicht den Slender Stick, dann gibt's einen anderen Stick. Aber das wollen wir mal lieber nicht provozieren. Da sind. Okay, ich hole mir die Batterien lieber nochmal. So, und mehr gibt's hier wahrscheinlich auch gerade nicht. Lass mich raus! Okay, die Türen sind auch nicht auffällig laut. Kein Stück. Was haben wir denn hier? Eine Karre. Ein Auto. Und nette Batterien. Ich bin schon gespannt, was da rauskommt. Ganz ruhig. Habe ich ja auch im Leisure Part gesagt eigentlich. Ich habe ja derzeit noch was am Aufgenommen. Oder war was am Aufnehmen. Und... wo gehen wir denn lang? Gehen wir hier lang. Und... ja, ich bin eigentlich schon recht weit. Also ich spoilere es natürlich nicht. Ihr guckt euch das dann so an. Aber ich kann es nur sagen, es war sehr angsteinflößend, weil ich kenne dieses Spiel nur... ein Level kenne ich davon. Und es ist eins der schlimmsten, wie ich es schon mal, glaube ich, mal gesagt habe im Spiel. Es ist eins der schlimmsten Spiele, die ich je gespielt habe, weil es einfach verdammt furchteinflößend ist. Es packt genau dort den Nerv, wo er gepackt werden sollte. Oder um es indirekt auszudrücken, wo er angepackt werden solle. Da hinten ist wieder der emporragende Turm. Warum verzieht das eigentlich alles so leicht? Hab mich die ganze Zeit schon gefragt. Eine dunkle Nacht. Regen. Und Schlendi irgendwo hinter mir. Schlendi? Ich will keinen Stick reinkriegen. Ich will auch nur leben. Naja, ich lebe dann immer noch, aber ich glaube, ich nicht mehr so komfortabel. Schlender, ich wünsche dir einen guten Tag. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich suche etwas, mit dem man Leute töten kann. Mit denen man spielen kann. Mit etwas, mit dem man Menschen Furcht einflößen kann. Ach so, ja, wir haben ja dich selber, okay. Machen wir mal die Tür auf. So kann man natürlich auch mal ungefähr abschätzen, wo der Typ steht. Wenn es ab irgendwo auslöst. Oder sich leicht verzerrt. Ui. Ich hätte gerade schwören können, dass in diesem Blitz ein Gesicht war. Hallo? Ich drehe mich nicht um, ich lasse es einfach. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was... wie gesagt, was ist das Schlimmste, was man hier machen kann? Was kann man hier wirklich Schlimmes tun? Habe ich mich immer gefragt. Auf was reagiert hier... Auf was reagiert hier die Kreatur? Hat sie irgendwelche besonderen Merkmale? Oh Gott, die können direkt hinter mir sein. Da unten ist nichts. Ich setze mal die Batterie etwas weniger, weil man... ach, hier braucht man gar keine. Wobei, im Endeffekt braucht man die Taschenlampe doch, weil irgendwann, so wie ich das verstehe aus dem Kontext, dass irgendwann schattenmäßig etwas zusammenkommt. Batterien? Den Schlüssel habe ich mitgenommen. Dann... dieses Laufen hört sich immer an, als würde... etwas, oder als ich oben gestanden habe und es leicht verzögert war, dass ich gestanden habe und
da noch ein paar Schritte kam. Es ist fast so, als würde oder wäre diese Kreatur hier nach oben gelaufen und mit jedem einzelnen Blitz, mit wirklich jedem einzelnen Blitz, sehe ich irgendwelche Gesichter und es schockt einfach nur. Ich glaube, man sieht es auch an der Webcam, dass ich ziemlich angespannt bin. Komm, ganz ruhig atmen. Ganz ruhig atmen. Alles gut. Dir rennt nur ein Verrückter hinterher, der dich umbringen will oder abmurksen möchte, aber sonst ist alles okay. Nichts? Nichts hier unten? Alles friedlich? Alles friedlich. Machen wir mal Tür auf und dann gehen wir mal weiter. Ich muss noch mal unbedingt mir die Map ein wenig einprägen, weil ich glaube, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Dann hier wieder durch. Und... oh Gott. Habe ich ihn verlaufen? Ich glaube... das war ein großer Fehler, was ich gerade getan habe. Aber ich will auch irgendwie nicht zurückrennen. So. Ich will einfach gucken, was mich erwartet in dieser Dunkelheit. Ich will einfach nur gepflegt sterben gehen. So. Wir sollten eigentlich vom Kontext her genug Batterien haben. Es ist trotzdem sehr angsteinflößend. Ich habe gerade gedacht, da wäre was. In einem kurzen Moment ist mir doch der Atem leicht stehen geblieben. Wer würde überhaupt solch ein Gebiet aufbauen und eine Kreatur? Hier ist auch nichts, also es löst nichts aus. Wer würde solch eine Kreatur hier da lassen, in diesem Gebiet? Würde das nicht irgendwie ein Sicherheitsdienst entfernen werden können?